Am Standort Rothenburg der Sächsischen Polizeihochschule ist der Abriss von Nebengebäuden der Oberschule nahezu abgeschlossen. Hier sollen laut Rektor Carsten Kempf bis 2024 mehrere neue Unterkunftsgebäude für die Studierenden entstehen. Der Freistaat Sachsen hatte das Areal der Oberschule von der Stadt Rothenburg erworben, um die Polizeihochschule erweitern zu können. Die Oberschule selbst zieht ins Stadtzentrum. Abriss und Neubau sind Teil eines großen Umbauprojektes, in dessen Zuge sich die Lehrbedingungen entscheidend verbessern sollen. Gegenwärtig wird bereits das Mensa-Gebäude saniert. In Rothenburg soll künftig die gesamte Ausbildung der angehenden Kommissare stattfinden. Derzeit lernt das erste Studienjahr noch in Bautzen.